Ich finde ja, wir müssten viel mehr auf diese alten Modelle zurückgreifen. Das würde einige, der Papst ist jetzt immer so drauf und dran zu sagen, wir müssen gegen die innerkirchlichen Karrieredenker so vorgehen und alles ist immer nur karrieresüchtig und sowas. Warum nicht auf die, da müssen wir natürlich erstmal ein anständiges Katechumenat haben, wie zu dieser Zeit, aber ist ja vielleicht noch ausbaufähig. Also Ephrem überlebt hauptsächlich dadurch, dass seine Schriften, seine Texte in der Liturgie bewahrt werden. Das ist das Naheliegendste. Und das ist eine sozusagen etwas, was wir im Westen eigentlich erst wieder durch die Reformation entdecken, also gerade hier in unserem Sprachgebiet, dass Lieder, dass Gesänge die bessere Art der Predigt sind. Also das ist die, wenn man so will, die Erfindung von Martin Luther, der seine theologischen Ideen in Lieder packt. Luther ist auch so jemand, der poetisch, sprachlich begabt ist, ja, und das mit seiner Theologie verbindet. Und dadurch hat das Verbreitung gefunden. Wenn man Liedstrophen auf der Straße singen kann, kann man besser nicht machen. Ja. So gut kann keine Predigt sein. Als wenn sich etwas über Melodie und Sprache festsetzt und es prägt. Und die ganzen großen Dichter bis in unsere Zeit hinauf, auch in der reformatorischen Tradition, also bis hinein zu Jochen Klepper oder solchen Leuten, die wir auch schon in der Reihe hier Gestalten des Glaubens beleuchtet haben, sind eigentlich Katecheten. Auf katholischer Seite kommt das ein bisschen später, dann Friedrich Spee, von dem wir jetzt wahrscheinlich ab Sonntag wieder hoffentlich O Heiland, reiß die Himmel auf und andere Sachen singen. Das ist sozusagen als Jesuit gemerkt, aha, die haben etwas, die sozusagen, die in diesem Fall die Gegenseite hat etwas, was uns fehlt und wir brauchen das. Und wir merken das bis heute, wenn wir auch im europäischen Vergleich, dass wir da Vorteile haben im Deutschen, jetzt gerade nach der Erneuerungen in der Liturgie, nach dem letzten Konzil, wo zwar das Latein auch sein soll, aber die Volkssprache da ist und vorher ja auch schon da war. Es ist ja nicht so, als hätte das Zweite Vatikanische Konzil die Volkssprache eingeführt, die sogenannte Bet-Sing-Messe, war auch in den 50er Jahren schon oder so. Wo kommen denn die deutschen Lieder jetzt alle her? Die sind ja nicht 1978 oder 70 vom Himmel gefallen. Man geh mal in Länder, die diese Tradition nicht hatten. Also Spanien, Frankreich. Wobei Frankreich ein Glücksfall ist, ein Ausnahmefall. Polen, das ist ein schlichtes Fiasko. Was man da für Liedchen singen soll auf Polnisch oder auf Spanisch, die sind halt alle irgendwie gebastelt. Ja? Das ist ja, als hätte mir jemand so einen Lego-Kasten geschenkt und hat gesagt, mach mal 100 Kirchenlieder draus. Ja? So sind die dann halt auch. Man sieht immer die Lego-Bausteine, ja, einmal ist rechts rum gebaut, einmal links rum, einmal ist ein blauer Stein, einmal ist ein roter Stein, aber sonst sind sie alle gleich. Das kann man auch nicht schaffen kulturell. Ja? Man kann ja nicht... Man kann nicht solche Ideen erzeugen, was an Liedgut bei uns gewachsen ist, auch an Kunstform. In Frankreich, die haben so das Glück, dass die zum Beispiel, erstmal haben wir Glück mit ihrer Sprache, die nicht so schwierig ist, dann wie unsere oder wie andere Sprachen. Und dann hatten die einen André Gousse oder einen Jean-Paul Lecot, von dem wir auch die ein oder anderen Sachen singen, die wirklich dann schön sind, also die mit Mehrstimmigkeit und so etwas arbeiten. Ja. Aber wenn man, ich habe in einem polnischen Karmel auf Island mal zelebriert, ein paar Wochen. Also, weil die Schwestern da singen? Nee. Also, danke. Dann lieber Missa Sika. Ja, ganz still, ohne irgendeinen Ton. Ist dann wirklich angenehmer, schrecklich. Weil es alles so Liedchen sind. Ja? Das ist, ich meine, auch bei uns, neue Lieder können auch nicht immer gut sein. Da gibt es immer so einen Prozess, wo die Hälfte oder sogar drei Viertel wegfällt und einige bleiben, ja, auch beim neuen geistlichen Lied gut. Aber das ist doch wirklich nochmal 10-mal schlimmer als bei uns ganz neue Sachen, wo man denkt, ja, die kann man einmal singen und dann ist gut. Also aber das kann eben nicht vom Himmel fallen. Das muss ganz allmählich wachsen. Dazu braucht man dann auch begabte Menschen. Und die gibt es auch nicht, die wachsen auch nicht sozusagen am Feld. Also wir können ja sozusagen fast an einer Hand jetzt
Große in der Matthias Claudius oder Paul Gerhardt, wie die in der protestantischen Tradition alle heißen, ja, das sind große Dichter. Oder dann auf unserer Seite Andreas Gryphius, obwohl von dem es kein einziges Lied im Gotteslob jetzt gibt. Am Samstag habe ich das im Seminar ja schon gesagt. Ich finde, auch wenn man vielleicht nicht alle Lebensstationen von ihm gut finden muss, aber wer das auch bis heute als Zeitgenosse verbindet, eine Theologie, das muss man sagen, hat eine Theologie, und die starke poetische Kraft ist Hüb Osterhuis. Das gibt es niemanden, der da auch nur annähernd rankommt. Das muss man einfach sagen. Obwohl, ich finde jetzt auch nicht, das wird er wahrscheinlich selber sagen, dass nicht jetzt alle Texte jetzt Spitzenklasse sind, aber ein Großteil seiner Sachen sind doch von einer beachtlichen Sprachkraft und Sprachgewalt der Bilder, die wir jetzt gleich bei Ephrem auch nochmal kennenlernen werden, und auch von einer Theologie, also die Theologie des Namens etwa, die immer wieder auftaucht, ja, dass wir Gott mit Namen kennen dürfen, dass er uns mit Namen kennt, das taucht immer auf. Das lässt sich durch alle Lebensbereiche, von der Taufe bis zum Grab und natürlich über das Grab hinaus durchdeklinieren und ist so etwas wie ein Schlüssel, ein Schlüssel zu einer, auch zum Kennzeichen einer christlichen Theologie. Das sucht man bei manchen wohlklingenden und viel zitierten Namen auch von Theologen vergeblich. Da hat man so alles Mögliche, aber das ist nicht nur griffig, sondern auch wirklich durchdacht und in sich schlüssig. Und diese Schlüssigkeit ist eben auch bei Ephrem in einem ganz hohen Maße gegeben. Also in der Gegenüberstellung eben schon, wer war das, ja, den Windeln gewickelt ist, wenn nicht der Mensch, ja, und vor wen haben die Hirten angebetet, wenn nicht Gott? Das ist natürlich klassisch, obwohl er das Konzil nie zitiert, die Zwei-Naturen-Lehre des Nizänischen Konzils. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist das Bekenntnis, das damals nochmal auch durch die heretischen Anfragen dieser Gruppierungen und auch einzelner Theologen nochmal in Frage stand und worauf Ephrem nicht mit Polemik in direkter Weise antwortet, also in Form eines Briefes, wie das dann der Heilige tut, der in seiner Sammlung der illustren Kirchenleute, Viris Illustribus Hieronymus, der Ephrem auch darstellt in diese Sammlungen, die dahin aufnimmt. Ja. Hieronymus hätte dann direkt einen polternden, frechen, scharfen, polemischen Brief losgelassen. Das macht Ephrem nicht. Hieronymus ist ein Lateiner. Er kommt hier aus dem Westen. Das ist vielleicht eher unsere Art, Theologie auch zu treiben, ist Kontroverstheologie. Also wir, wenn man das bis heute, ja, gucken Sie sich mal einen Briefwechsel an, in der FAZ noch vor, ist jetzt mal vielleicht gerade 15 Jahre her, ein Briefwechsel zwischen Walter Kasper und Josef Ratzinger, in der FAZ abgedruckt als Leserbrief. Ja. Da ist der Walter Kasper so kaltschnäuzig und frech. Ja. Das ist Kontroverstheologie. Ja. Das ist schon... Das muss man sich warm anziehen. Ja? Da muss man Kragen aufmachen und den Knopf lösen, damit man Luft kriegt. Öffentlich in einer Zeitung. Ja? Zwar Kardinäle. Ist offenbar eher unsere Art. Ja? Das machen die Ostkirchen, kennen zwar auch Kontroversen, aber das, wie Hieronymus das zum Beispiel macht, das ist dort unbekannt. Dass man sich so, das machen die Mönche dann untereinander, was man dann klassisch da gibt es ja gerade im 4., 5. Jahrhundert heftige Auseinandersetzungen, gerade über die Bedeutung des Origenes unter den Mönchen, ja, und dass man dann hier im Westen so abhackt unter Mönchsgezänk, ja, fahren wieder über sich her. Das ist so, wie man heute eine Klopperei in der Grabeskirche anschauen kann, wenn die Griechen gegen die Armenier zu Felde ziehen und umgekehrt und die richtig mal die Ärmel hochkrempeln und sich mal ein paar Blessuren beibringen. Das kann man ja, ich glaube, das letzte war, muss auf YouTube mal anschauen. Ja. Also man sollte sich nicht daran deliktieren, es tut einem weh, wenn man das sieht. Ja. Zusammen, welches Bild geben wir, aber ich will nur sagen, dann hat man einen illustrierten Eindruck dessen, was wir uns unter Mönchsgezänk damals vorzustellen haben. Aber Ephrem macht das nicht in Form von Briefen oder in solchen ausgetragenen Kontroversen, sondern hat die Kraft,
das, was geglaubt wird, in Texte der Liturgie zu kleiden und es in der Liturgie sozusagen auch zu vermitteln. Das ist ein anderer Weg, wie ja überhaupt, wenn Sie mal die Liturgieformen anschauen, die wir haben im Westen und im Osten. Die Welle kommt erst richtig noch. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt als prophetisch nicht, aber je mehr wir sozusagen unsere Kultur im Westen, was die Liturgie angeht, zugrunde richten, indem wir weniger Liturgie feiern, sondern Infotainment machen. Also wir unterhalten die Leute. Ja? Wobei wir das dann manchmal schlecht machen, also bleiben die dann zu Hause im Fernsehsessen und gucken sich den ZDF-Fernsehgarten an. Ja, weil sie sagen, der macht das irgendwie besser als der in der Kirche. Ja. Wenn wir sozusagen in diese Richtung weitergehen, und das ist ja in den letzten Jahrzehnten vielfach zumindest geschehen, von dem ganzen Gottesdienstabriss her, desto stärker wird diese Welle werden, die im Moment wirklich stark ist, auch bei jungen Leuten, dass die Orthodoxie, gerade auch die orthodoxe Liturgie, eine unglaubliche Anziehungskraft hat. Da ist ja sozusagen Thésée dann mit diesen Sachen, ja bewusst ja auch diese Tradition, ich habe eben schon gesagt, André Gousse oder Berthier, die greifen ja ganz bewusst auch diese Klänge, manchmal bis hinein in die Harmonien das auf. Ja, was Thésée macht, ist im Grunde genommen ein westlicher Ableger der orthodoxen Gesänge. Ja. Und das nimmt zu, auch bei jungen Leuten, das nimmt übrigens auch im Klerus zu. Also dass die Leute einfach sagen, ich kann nicht mehr, einfach, ich möchte die Liturgie feiern und ich möchte, was ich da alles sagen muss und was ich da alles erfinden muss und was ich da alles bringen muss jedes Mal, das ist so ermüdend, ja, und laugt einen so aus, statt mich einfach mal der Sache anzuvertrauen. Ja. Das hat eine hohe Attraktion und mir scheint, dass diese Welle noch gar nicht richtig angekommen ist. Also wenn man Konvertiten glauben soll, es gibt Berühmte mit Namen, die etwa in die russisch-orthodoxe Kirche eingetreten sind als katholische Priester oder Mönche, die sagen, was unter der Hand an Willigen da wäre, ich meine, die würden natürlich ihre Stellung und ihr Gehalt verlieren bei einer Konversion, an Potenzial zum Übertritt, da würden aber manche Bischöfe noch bitter schauen. Vielleicht wären sie auch froh, dass die weg wären, aber da würden sie sich umschauen, weil dann wird die Personaldecke nochmal einbrechen. Das hat mit dieser Kunst hier zu tun, wo ja die Liturgie in der damaligen Zeit noch nicht so ausgebildet ist. Wir sprechen zur damaligen Zeit von sich herausbildenden Liturgiefamilien im ganzen Orient, die bis heute ja anders sind, ja, die anders singen. Auch zum Beispiel die Russen, russische orthodoxe Sachen sind ja irgendwie, böse Zungen sagen immer venezianische Oper, ja, aber das ist natürlich 17. Jahrhundert, die Vertonungen, während wir das hier teilweise bei den Griechen noch, wie die singen, das ist ja auch, wenn die mehrstimmig singen, hat das immer so Quinten oder sowas, da merkt man den orientalischen Ursprung auch. Ja. Und wenn die Syrer loslegen oder sowas, das sind ja bis in die Melodie, in die Intervalle, ist uns das eher ganz fremd. Das liegt ja noch den für uns fremden Hörgewohnheiten, etwa in der Gregorianik, das kann man ja auch mit Dur und Moll nicht fassen. Ja, das entwickelt sich ja erst im 16. Jahrhundert, dass man das in diese zwei Sorten packt. Ja. Also dann vorher hat man die Kirchentonarten und das liegt den Kirchentonarten nochmal voraus. Und wenn man diese, das darf man natürlich keinem Syrer ins Gesicht sagen, aber weil dann springen sie einem ins Gesicht, aber es stimmt trotzdem. Wenn man diese Melodien verfolgen will und sich einhören will, hört man am besten einem Muezzin zu. Weil das ist die gleiche Art zu singen. Abuna, wie kannst du so etwas sagen? Das sind die Syrer ganz böse, wenn man das sagt. Und trotzdem, es ist die gleiche Kultur. Ja? Man muss ja auch fragen, wo hat sich der Muezzin denn seine Melodien abgeguckt? Ja? Auch wenn das ein Muslim ist, der kann auch nur singen wie ein Syrer. Ja? Und das tun die in der syrischen Liturgie auch. Also wir müssen uns das eher dann so vorstellen. Ich sage das nur, ich will das nicht gleichsetzen, man muss ja mal vorsichtig sein, was man sagt. Aber wenn wir einen musikalischen Eindruck haben wollen, von etwa wie der Ephrem mit seiner Lyra in Edessa dann sitzt und die richtige Theologie der Kirche vorträgt in seinen Hymnen, dann müssen wir uns so etwas vorstellen. Eine poetische Kraft
ist ja dann gegeben, wenn man nicht irgendwie Gstanzl macht, irgendwie, also so reim dich oder ich friss dich, sondern wenn man den Mut hat auch zu einer Sprache. Und Papst Benedikt hat das in seiner Exhorte dazu zu Ephrem gesagt, dass Ephrem oft mit Paradoxa arbeitet, also mit Widersprüchen, die uns zunächst ganz komisch vorkommen, aber um in die Tiefe zu gehen, ja, indem er Dinge, also ähnlich wie das eben war mit Gott und Mensch, ja, das ist ja für uns zunächst auch mal ein Widerspruch, ja, in Christus findet dieses Paradox eben zu einer Einheit zusammen. Das tut er aber ganz oft. Und es gibt da schöne Beispiele noch für, von denen ich vielleicht so gegen Ende noch einige jetzt vorlesen möchte. Über die Geburt Christi, was angesichts der Jungfrau geschieht. Das Staunen drückt Ephrem aus. Der Herr trat in sie ein, um Knecht zu werden. Das Wort trat in sie ein, um in ihrem Schoß zu verstummen. Der Donner trat in sie ein, um sein Lärmen zum Schweigen zu bringen. Der Hirt trat in sie ein und siehe, das geborene Lamm, das leise weint. Denn der Schoß Mariens kehrte die Rollen um. Er, der alle Dinge geschaffen hat, nahm ihn im Besitz, aber als Armer. Der Allerhöchste kam in sie, in Maria, aber er trat ein in Niedrigkeit. Die Herrlichkeit kam in sie, gekleidet aber in ärmliche Tücher. Er, der alle Dinge spendet, lernte den Hunger kennen. Er, der allen zu trinken gibt, lernte den Durst kennen. Nackt und unbekleidet trat er aus ihr hervor, er, der alle Dinge mit Schönheit kleidet. Oder ein Hymnus zur Eucharistie. Das ist auch... Da sind wir manchmal auch zu, wir sind immer noch geprägt von etwa, was unsere Eucharistie-Lieder angeht, auch die wir gerne singen, das sind da vielfach dann von Leichnamslieder, also richtig, die man gemessenen Schrittes in der Prozession geht mit der Blasmusik. Manchmal muss man das in unseren Organisten, sage ich das auch, sie müssen sich die Blaskapelle vorstellen, damit sie das richtige Tempo haben. Man kann nicht so preiset alle Nationen, kann man nicht in so preiset, da sind die Leute mit blauen Lippen bei der zweiten Strophe, ja, weil es zu schnell ist, ja. Aber das ist trotzdem immer noch von unserer Kontroverstheologie geprägt, also gegen die Protestanten sozusagen, die Leugnung der Realpräsenz. Also müssen wir die katholische, es gibt ein Lied von Friedrich Spee, ein Sakramentslied, ich habe das im Sauerland bei einer Prozession, wir haben das leider nicht im Anhang, aber die ganze klassische tridentinische Sakramentslehre über die Eucharistie wird in diesen 12 Strophen dargelegt. Alles klar, Thomas von Aquin in Reinform, ja, ist alles richtig. So, wenn man das gesungen hat, also wenn man dann nach diesen 12 Strophen nicht katholisch ist, dann weiß ich nicht mehr, was man tun muss. Ja. Also das ist aber aufs Ganze gesehen natürlich einseitig, weil uns natürlich auch eine gewisse Tiefe verloren geht. Und wir sozusagen dann stoppen spätestens bei der Scholastik im Hochmittelalter. Wohingegen bei Ephrem in seinen Bildern und in seinen Gedanken nochmal eine ganz große, man würde fast sagen, altkirchliche oder altchristliche Tiefe in der Eucharistie entgegenkommt. Wieder wie das in dem ganz kurzen Zuruf von Augustinus ja immer, es ist auch eine Eucharistietheologie, die großartig ist. Ja? Wenn Augustinus seiner Gemeinde ganz oft sagt, empfangt, was ihr seid, Leib Christi, und werdet, was ihr empfangt, Leib Christi. Seine ganze Lehre über die Kirche und eine ganze Lehre über die Eucharistie und über mein Verhältnis in der Kirche und zu Christus in der Eucharistie ist mit diesem ganz kurzen Wort zusammengefasst. Ja? Das ist paulinische Theologie in Reinform. Verschlossen wurde mit dem Schwert des Cherubs der Weg des Baumes des Lebens. Aber für die Völker hat sich der Herr dieses Baumes selbst als Speise hingegeben, in der eucharistischen Darbringung. Die Bäume des Gartens Eden wurden dem ersten Adam als Nahrung gegeben. Für uns ist der Gärtner des Gartens selbst zur Nahrung für unsere Seelen geworden. Wir alle waren nämlich aus dem Paradies hinausgegangen, zusammen mit Adam, der es hinter sich gelassen hat. Jetzt, da das Schwert weggenommen ist von der Lanze, dort unten am Kreuz, können wir zurückkehren. In deinem Brot verbirgt sich der Geist, der nicht gegessen werden kann.
In deinem Wein ist das Feuer, das man nicht trinken kann. Der Geist in deinem Brot, das Feuer in deinem Wein. Siehe, ein Wunder, das von unseren Lippen aufgenommen wird. Der Seraph konnte seine Finger nicht der Glut nähern, die sich nur dem Mund des Jesaja näherte. Weder Finger haben sie genommen, noch Lippen haben sie geschluckt. Uns aber hat der Herr gestattet, beides zu tun. Das Feuer kam mit Zorn herab, um die Sünder zu zerstören. Aber das Feuer der Gnade kommt auf das Brot herab und bleibt dort. Statt des Feuers, das den Menschen zerstört, haben wir das Feuer im Brot gegessen und sind belebt worden. Das ist ein schöner, das ist ein großartiger Gedanke, ja? Was in der Eucharistie lebt, Geist und Feuer. Und dann diese, worauf er zurückkommt, das ist natürlich auch immer gute Theologie, an den Anhaltspunkt, wie wir es am Anfang gesagt haben, den Anhaltspunkt in der Schrift zu finden. Das ist Jesaja 6. Ja, wen soll ich senden? Jesaja, hört er diese Stimme in dieser großen Thronvision im Tempel, da der Tempel von Rauch erfüllt ist und er die Herrlichkeit Gottes sieht. Wen soll ich senden? Herr, sende mich. Und dann geht ein Cherub hin und nimmt vom Räucherbecken eine Kohle und will damit die Lippen berühren. Ja? Aber der Cherub kann sie nicht anfassen und der kann sie nicht schlucken. Ja? Es ist nur zum Reinbrennen. Aber das ist der Gedanke. Ja? Das heißt, wir werden sozusagen über diesen Vorgang, den Ephrem hier erinnert, der verdichtet sich jetzt und intensiviert sich, ja, indem wir einen Schritt weitergehen. Ja. Wir schlucken dieses Feuer, das der lebendige Gott ist. Ja. Denn Gott ist verzehrendes Feuer, heißt es doch einmal. Ja. Aber das wird uns eben geschenkt. Deshalb können wir, war das heute Morgen, diese Woche ist es im Schlussgebet, dass wir die Speise der Unsterblichkeit empfangen. Ja. Weil wir in uns das Feuer des lebendigen Gottes haben. Sie wissen, dass Gestalten des Glaubens nie so sind, dass man sie abschließend behandeln kann. Jedenfalls kann man zum Lebensende von Ephrem sagen, dass er seinem Ruf als Diakon wirklich treu geblieben ist, weil er am Schluss in Edessa dem Pestkranken dient und sich ansteckt und an der Pest stirbt. Und das ist vielleicht die größte Verbindung, wenn sowas geschieht, dass nicht einer in seiner Gelehrtenstube sitzt und schöne Hymnen schreibt oder so mit frommen Frauen dann mehrstimmig vorträgt zu einer Lyra, sondern wirklich Diakon ist, rausgeht und die Not sieht. Und wahrscheinlich in seiner Heimat gab es keinen Strand, den er absuchen konnte, aber dass Niblisi keine Küstenstadt ist, wie Edessa keine Küstenstadt ist, aber man sieht daran, dass er wirklich auch vom Herzen Diakon war. Und das, was dieses Amt meint, nämlich eine Christusgestalt war, indem er sich bückt, um den Armen zu dienen und darin den Tod findet, aber wie wir wissen, nicht den Tod findet, sondern weil er das Feuer gegessen hat, das Leben gefunden hat. Vielleicht hat es ein wenig Appetit gemacht. Man findet das eine oder andere sogar im Internet, wie man heute fast alles dort findet, aber man findet manchmal auch etwas Gutes dort. Und deshalb wäre es schön, wenn diese Dreiviertelstunde so etwas wie ein Appetithappen war, um noch ein wenig bei den alten Vätern zu schauen oder auch bei Ephrem, dem Syrer. Und wenn man den syrischen Christen, die da sind, wenn man diesen Namen erwähnt und man ihnen sagt, dass man den kennt, dann hat man alle Tore offen. Dankeschön.